Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Clash of Clans. Wie wir sehen können, ist die Kanone fast auf Level 5. Ich habe extra ein bisschen gewartet, dass sie auch heute fertig wird. Sie wird auch heute fertig, denn wir werden heute nicht nur den Uhrenturm aktivieren und deswegen diesen 7-Minuten-Schub nehmen. Und spätestens nach diesem 7-Minuten-Schub ist die Kanone fertig, weil, wie oft oder wie krass wird nochmal geschubt? Ich habe echt gerade, 8-mal schneller. Achtmal schneller, das heißt, dann sind diese 36 Minuten 8-mal so schnell fertig. Das können Sie jetzt selber ausrechnen. Wissen Sie Bescheid. Ja, ich nehme das hier am gleichen Tag auf wie auch schon der letzte Part. Dieser Part hier und der letzte Part wurden am gleichen Tag aufgenommen, werden am gleichen Tag aufgenommen. Und wie wir sehen können, sind auch direkt unsere Truppen fertig. Barbarenkönig und Bogenschützenkönigin, muss man nicht drüber reden, sind natürlich auch fertig. Klar, wir haben jetzt hier im normalen Angriff keine Sterne, deswegen überlege ich eigentlich mal hier die Einzelspielerkarte zu benutzen. Wollen wir das mal tryen? Also eigentlich sollte das ja drin sein, ne? Ich überlege heute echt mal dezent die Singleplayer-Karte zu beenden. So nach langer Zeit. Ja komm, wisst ihr was? Machen wir. Wir schicken hier 4 Packers hin. Probieren uns mal hier ran. Ich überlege, keine Zauber zu benutzen. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Wenn, dann überhaupt ein Heilzauber, aber das wär's dann auch, weil, guckt euch mal an, die meisten Gebäude sind weg. Ich nutze keinen Zauber mehr. Ihr könnt mich mal! Ja, ja, ja! Ja, da hätten wir das mit diesen Trupps auf 100% gezogen. Ich raste vollkommen aus, was geht? Meine lieben Brutes. Na, ja, dann wird auch mal Zeit, dass wir das hier auf 100% ziehen. Das ist ja wohl ganz klar, meine Freundin. Jawohl. Okay. Also ihr seht, so mit Rathaus Level 9 kriegt man das auf jeden Fall gebocken. Ja. Kommt direkt auch nochmal aufhielen. Wir wollen uns nämlich gleich, direkt jetzt, was soll ich Ihnen sagen, die letzte Karte anschauen. 3 Sterne fehlen uns noch, dann haben wir alles komplett. Da ist die ganze Singleplayer-Karte fertig und das sind die Sorbet-Türme. Und die Sorbet-Türme. Und das sieht schon etwas komplexer aus. Ich denke mal, da wird es grundrelevant sein, dass wir in die Mitte reinlaufen. Weil hier ist ja fast gar nichts. Klar sind hier solche kleineren Gebäude. Aber das wär's auch. Deswegen gehen wir hier rein. Machen direkt eine. Das ist eine Pickup-Party. Lass doch direkt mal alle Magier reinlaufen. Und so, wo wir hier durchbrechen, sind auch das 100. Aua, Tendo. Da sollten auch das hier 100% sein. Weiteren Zauber werde ich jetzt nicht mehr in Angriff nehmen, weil es sind nur noch ein paar Kanonen, ein paar Magiertürme, ein paar Minenwerfer. Ergo, das ist easy going. Und es war lange überfällig, dass wir das mal beendet haben, weil es stand schon so lange auf der Liste und jetzt endlich haben wir es. Und letztendlich haben wir es. Nicht nur lässt. Jetzt endlich, sondern auch letztendlich. Ja, verstehen Sie. Gut. Ja, nice. Ich bin mal, ich weiß gar nicht so genau, ob wir das jetzt auch ohne einen Zauber geschafft hätten. Wäre, glaube ich, ein bisschen schwerer geworden, aber 800.000 Loot, ich glaube, damit können wir auf jeden Fall leben. Und damit ist die gesamte Singleplayer-Karte fertig. Ja. Wie man sehen kann, gibt es dafür auch leckere Belohnungen, auch wenn es nur 20 Gems sind. Aber es sind 1000 Erfahrungspunkte und die kommen auf unser Konto hinein. Ja, 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 meine Lieben. Okay. War auf jeden Fall sehr wichtig.
Habe gesagt, jetzt haben wir's. Ja. Sehr gut. Nice. Okay, jetzt hätten wir den Part schon mal so dahingehend knackig gehalten. Ja. Und jetzt gehen wir auch direkt zum Nachtdorf über. Pushen die Base. Machen die Kanone fertig. Und dann schauen wir mal, was noch so alles auf uns wartet. Sehr gut. Ja, wir mussten auch irgendwie hier diese, ja, den nicht vorhandenen Bonus nutzen, indem wir halt die Singleplayer-Karte fertig machen, ne? Alles fertig, alles komplett. Ich raste aus. Nach über 600 Parts haben wir es endlich auch mal geschafft. Krasser Typ, ne? Richtig krasser Typ. Okay. Gehen wir direkt mal ran. An den Speck. Haben einen Sechser vor uns. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Hm. Und ich denke mal, ich setze hier 6 Boogies, 12 Boogies und 6 Riesen ein. Hier erstmal safe Prozente, dann gehen wir nämlich hier auch hin. Damit sind alle Boogies abgekratzt. Nice. Aber ich meine, na, natürlich ist da ein Tesla und natürlich gehen die Boogies dann auch statt. Schade. Natürlich gehen die Boogies dann auch statt auf dieses Lava-Dings auf den Goldsammler. Das ist klar. Mehr ist hier leider nicht drin. Mehr ist hier leider nicht drin. Ist ja aber halt auch unfair, ne? Muss man auch nicht erwähnen, dass es unfair ist, weil. Muss man nicht erwähnen, dass es unfair ist, gegen den Sechser zu spielen, ne? Das ist halt unfair. Das ist halt unfair. Aber es ist schon traurig, dass er nur 47% geholt hat, ne? Jetzt wird auch immer was für Spastis wir hier als Gegner haben, ne? Ist halt traurig, ne? Aber gut. Das ist halt leider traurig, dass der halt als Sechser nur 47% geholt hat, ne? Ich meine, wir hätten jetzt auch nur Bogies benutzen können eigentlich und hätten das Ganze auch wahrscheinlich gewonnen. So, ne? Ist also schon ein bisschen traurig, ne? Da sollte man sich überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, Clash of Clans zu spielen, wenn man nur am Rushen ist, ne? Aber gut. Das ist ja seine Sache, das soll er wissen. Okay, sie gehen am Zerschmetterer vorbei, das ist ganz gut. Klar macht der Zerschmetterer wohl nicht so viel Schaden, aber trotzdem wichtige Sache, dass wir dahingehend die Riesen außen vor lassen konnten. Er hat natürlich auch wieder die Kampfmaschine dabei, was klar ist, so. Damit wäre es das auch leider für die Riesen. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwie noch das Rathaus zu plätten oder so. Auch wenn die Bogies hier, die gegnerischen Bogies, sich jetzt wieder mal uns annehmen. Damit stirbt auch der Bogie weg. Das ist geil. Vielleicht kann aber der Bogie da oben noch unbemerkt an das Rathaus kommen. Ich glaube zwar nicht dran, dass er an die Maishütte kommt, aber vielleicht, wer weiß. Ne? Ich meine, selbst wenn, als ob wir das hier schaffen. Jetzt müsste der Bogie eigentlich nur eben schnell noch nach links laufen, sich nach links orientieren. Und da könnten wir eigentlich unbemerkt an das. Na, das war natürlich klar. Das war natürlich klar. Trotzdem gewonnen, Alter. Ja, wie gesagt, ist halt peinlich, ne?
ist halt peinlich, ne? Dass man als Ratus Level 6er, als Matthias Level 6er gegen einen 5er verliert. Das ist peinlich. Das ist peinlich, ne? Das ist peinlich, ne? Naja. Okay. Das ist halt ordentlich peinlich, ne? Weißt du Bescheid, ne? So, ich denke, hier mache ich das so, dass ich einfach nur die Sterne hole, die Prozente hole. Er hat die Kampfmaschine nicht, das heißt, wir könnten ganz einfach gesagt mit den Prozenten leben. Mit einem Stern eventuell, wobei das hier wahrscheinlich wieder nichts mit einem Stern wird. Weil das Spiel nicht gönnt. Man kennt das. Das Spiel gönnt einfach nicht. Ne? Ja, war scheiße knapp, ne? Na gut. Da warten wir eben schnell auf die Kanone. Ich nehme einen Zip aus meinem... Ja. Aus meinem Booster-Energietrink. Damit ist die Kanone auf Level 6 und wir haben, ja, eine weitere, oder auf Level 5, damit hätten wir eine schöne weitere Verteidigungsanlage, die wieder zurückkommt. Und jetzt, Bruts Kampfmaschine. Diese massive Maschine ist beim Versuch, den weltgrößten Hammer hochzuheben, kaputt gegangen. Kann nach einigen Reparaturen in den Kampf genommen werden. Was heißt das? Nach einigen Kämpfen? Was soll das bedeuten? Müssen wir die öfters reparieren oder was? Wäre natürlich ein bisschen traurig. Aber mal gucken, ja, meine Bruts. Sehr wohl. Ja. So, direkt hinterher schicken. Hoffen, dass die Riesen auch noch bis zum Multimörser kommen. Bei dem Riesen habe ich ein bisschen Angst, dass er überhaupt... Ja gut, den Einbogenturm könnte er kaputt kriegen, aber ich glaube, das wäre es dann auch. Yep. So, Boogie, Schwester ist es. Bitte ans Rathaus gehen. Ihr wart doch gerade eben bei der Meisterwette. Warum geht ihr denn jetzt zurück? Das macht doch keinen Sinn. Beeilt euch doch, Alter. Bevor jetzt gleich der Amtszerschmetterer kaputt geht. Oh mein Gott, meine lieben Bruts! Yeah, was kam von dem Bruders? So, jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass der Riese lang genug beschäftigt ist, um nicht zum Zerschmetterer zu laufen, wobei er wahrscheinlich trotzdem an den Zerschmetterer laufen wird, weil er sich denkt, fuck life. Meine Bruts. Ich meine, selbst ohne Riese... Wer weiß, wenn jetzt keine Megamine versteckt ist, in die beide Boogies reinlaufen, könnten wir mit 100% rechnen. Ja. Da hätten wir 100% Tendo. Und das wäre eigentlich ziemlich geil. Also lassen wir die beiden mal in Ruhe und Frieden arbeiten. Und gucken mal, was da so bei rumkommt. 3 Gebäude sind es noch, das ist innerhalb einer Minute eigentlich zu schaffen. Klar halten die Lager ein bisschen mehr aus, aber ich war jetzt zur Not. Wenn der rechte Boogie jetzt gleich das Goldlager kaputt kriegt, geht er halt zum Sammler und dann, ja, unterstützen die sich beide schon irgendwie gegenseitig. Das passt schon. Aber wie es aussieht, ist 100% auf jeden Fall drin. Nice AD, meine lieben Roots. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier 100% hinkriegen. Hätte ich nicht vermutet. Ja, sehr schön. Ich denke, für einen Kampf ist auf jeden Fall noch Zeit, meine lieben Bruts. Ja, ohne Witz. Ja, hier ist es natürlich wieder kompliziert. Aber auch hier würde ich eigentlich sagen, komm, Barbaren, draufziehen. Alles.
Force 50%. Mal gucken, ob es klappt. 50% haben wir. Mehr ist leider nicht drin. Also ich meine, die hätten auch irgendwie zur Meisterhütte laufen können, aber das haben sie natürlich nicht gemacht. Oh mein Gott, meine lieben Bruts! Ja, also heute scheinen wir hier die Dödel am Start zu haben. Gefällt mir. Liebe Roots, wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Kampfmaschine aussieht, ich meine, ich könnte zwar die 257 Gems ausgeben, aber wie sehe ich denn aus? Wenn ihr wissen wollt, was dann im nächsten Part los ist, ja, und falls ihr erfahren wollt, ob die Kampfmaschine beim nächsten Mal wieder einsatztauglich ist, das werdet ihr, wie gesagt, rausfinden, wenn ihr im nächsten Part wieder mit auf Trocken am Start seid. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein und bye. Aber erstmal wieder einen leckeren Trunk aus meinem Energiebooster. Lecker. Und gebt doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, ihr Schweine.